Tagesschau. Am Donnerstag will die Ampelkoalition ihr großes Entlastungspaket für die hohen Energiepreise durch den Bundestag bringen. Vorrangig für Erdgas- und Fernwärmekunden. Doch nun haben sich SPD, Grüne und FDP auch auf Hilfen für Haushalte mit Öl-, Holzpellet- und Flüssiggasheizungen verständigt. Und das rückwirkend für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Dezember dieses Jahres. 1,8 Milliarden Euro stellt der Bund dafür bereit. Organisieren sollen die Länder das Ganze. Allein 4,4 Millionen Ölheizungen gibt es noch in Deutschland. Viele private Haushalte mussten dieses Jahr zu deutlich höheren Preisen Öl einkaufen. Nach einem Eckpunktepapier der Ampelkoalition soll nun auch ihnen finanziell geholfen werden. Dabei geht es aber nicht nur um Ölheizungen. Wer eine Pelletheizung hat, wo die Holzpreise gestiegen sind, eine Ölheizung hat, wo die Ölpreise gestiegen sind, da verstehe ich sehr gut, dass diese Menschen sagen, ja, was passiert mit Strom- und Gaspreisbremse dann mit mir? Und deswegen werden wir das jetzt diese Woche im Bundestag beschließen. Die Details müssen dann die einzelnen Bundesländer noch ausarbeiten. Offen ist, wo genau die Öl- oder auch Pelletrechnungen eingereicht werden können. Bisher ist nur klar, dass Verbraucher mit maximal 2.000 Euro rechnen können. Sie müssen vergleichen, was haben Sie im Vorjahr bezahlt und haben Sie über das Doppelte bezahlt im Vergleich zum Vorjahr jetzt im Jahr 2022. Und wenn das über das Doppelte hinaus ist, dann wird dieser Betrag, 80% von diesem Betrag, tatsächlich vom Staat erstattet. Die Opposition begrüßt die Vorschläge. Es ist ihnen aber zu wenig. Wir wissen es von den anderen Entlastungen, dass sie halt kleine Schritte sind, die natürlich besser sind als nichts, aber die nicht davor schützen, dass nennenswerte Teile der Bevölkerung auch in diesem Winter in große Schwierigkeiten kommen, ihre Wohnung beheizen zu können. Bis zum Ende der Woche sollen Bundestag und Bundesrat die Vorschläge beschließen, damit die Bundesländer die Hilfen auch abrufen können. Es ist eine persönliche Niederlage für Ungarns Ministerpräsidenten Orbán. EU-Fördermittel für sein Land in Höhe von mehr als 6 Milliarden Euro sollen eingefroren werden. Darauf haben sich die übrigen Mitgliedstaaten im Grundsatz geeinigt. Hintergrund ist die anhaltende Korruption in Ungarn. Es besteht die Sorge, dass Fördergelder veruntreut werden. Orbán selbst hatte lange gegen den Entzug von EU-Mitteln gekämpft und dabei stets auf die Unterstützung weiterer EU-Länder gezählt. Guten Morgen ans Europaparlament. Gerade noch hat sich Viktor Orbán per Twitter lustig gemacht, wie es wohl sein würde, wenn ihn die EU wieder anspricht auf Korruption. Doch ganz so herzlich wurde dann in Brüssel nicht gelacht. Selbst mögliche Verbündete wie Polen oder Italien sprang Ungarn nicht zur Seite. Die zuständige Ministerin versucht, das herunterzuspielen. Ungarn war immer Teil gemeinsamer Entscheidungen. Und wenn wir Bedenken hatten, haben wir das Recht, die auch deutlich zu machen. Doch genutzt hat es wenig. Die anderen EU-Staaten beschlossen, 6,3 Milliarden Euro Fördergelder einzufrieren. Zuvor war von 7,5 Milliarden die Rede. Auch 5,8 Milliarden Euro Corona-Hilfen wird Ungarn erst bekommen, wenn es Reformen umsetzt. Etwa die Gründung einer Antikorruptionsbehörde oder fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen. Ungarn würde das Geld dringend brauchen. Inflation über 20%, Versorgungsprobleme an Tankstellen, klamme Staatskasse, fehlende Lehrer. Orbán hatte gehofft, die EU faktisch erpressen zu können, etwa mit der Blockade von Ukraine-Hilfen, hat nicht geklappt. Einfach nur die EU erpressen mit Vetos und EU-Gelder nehmen, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Der heutige Tag, ein Einschnitt, an dem man auch in Budapest neu kalkuliert, was man sich Ärger mit Brüssel kosten lässt. Korruption, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Die Vorwürfe gegen die bisherige Vizepräsidentin des EU-Parlamentes, Kylie, wiegen schwer. Gemeinsam mit anderen Beschuldigten sitzt sie seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Um weiteren Schaden vom EU-Parlament abzuwenden, haben die Abgeordneten nun Konsequenzen gezogen. Mit nur einer Gegenstimme sprachen sie sich für die Absetzung Kylies als Vizepräsidentin aus. Kali selbst ließ über ihren Anwalt mitteilen, sie sei unschuldig. Cum-Ex-Geschäfte waren sehr lukrativ und galten lange als rechtlich zwar problematisch, aber nicht illegal. Mit den Deals prellten Anleger, Banken und Fonds den deutschen Staat jahrelang um viele Milliarden an Steuern bei Aktiengeschäften. Ganz vorn mit dabei der ehemalige Finanzbeamte Hanno Berger. Er gilt als Architekt des inzwischen verbotenen Geschäftsmodells und muss nun für mehrere Jahre ins Gefängnis.
8 Jahre Haft für Hanno Berger. Der Mann, der das Steuerhinterziehungsmodell Cum-Ex in Deutschland im großen Stil betrieben hat, muss wegen hinterzogener Steuern in Höhe von 278 Millionen Euro ins Gefängnis, außerdem mehr als 13 Millionen Euro Strafe zahlen. Für die Richter am Bonner Landgericht ist klar, Berger wusste von Anfang an, dass Cum-Ex nicht legal sein könnte. Die Kammer hat das Urteil insbesondere damit begründet, dass ein sehr hoher Steuerschaden hier entstanden ist und deswegen auch eine hohe Freiheitsstrafe auszuurteilen ist. Cum-Ex, komplexe Aktiengeschäfte, bei denen die Akteure Steuererstattung auf Aktien ausgezahlt bekommen, obwohl diese Steuern nie bezahlt wurden. Berger selbst hatte die Taten zwar eingeräumt, aber wenig Reue gezeigt. Sein Argument, diese Geschäfte seien erst seit 2012 illegal, vorher vielleicht problematisch, aber nicht verboten. So hatte er es im Prozess mehrfach beschrieben. Seine Anwälte betonen, dass Berger im Grundsatz aber einsichtig sei. Es mag sein, dass seine Vorträge zwischendrin über die Rechtslage, so wie er sie damals gesehen hat, und auch seine sonstigen Rechtsausführungen den Eindruck erweckt haben, als wolle er sein Geständnis revidieren. Wir sehen das anders. Wir haben erlebt, dass er in der Tat da auch Einsicht gezeigt hat. Es mag sein, dass das Ganze in der Hauptverhandlung ungeschickt von ihm rübergekommen ist. Berger sitzt bereits seit 2021 in Haft. Zuerst in der Schweiz, dann in Deutschland. Zeit, die ihm angerechnet wird. Doch dazu können noch weitere Haftstrafen kommen. Neben dem Verfahren in Bonn steht Berger auch in Wiesbaden wegen Cum-Ex-Geschäften vor Gericht. An der Frankfurter Börse schaut man heute Richtung USA. Stefan Wolf, die US-Inflationsrate ist im Oktober auf 7,1% gefallen. Im Oktober lag sie noch bei 7,7%. Ja, wie kommen diese Zahlen an in der Börse? Zahlen kommen sehr gut an, zumal die Inflationsrate stärker gesunken ist, als man das vorher erwartet hatte. Und es zeigt zumindest nach Lesart der Finanzmärkte, dass die US-Notenbank mit ihrem eingeschlagenen Pfad der Zinsanhebungen auf dem richtigen Weg ist und nun auch den Fuß leicht vom Gas nehmen kann. Das heißt, die Zinsen nicht mehr ganz so stark anheben, wie man das bei den letzten Zinsschritten erlebt hat. Morgen hat sie wieder Gelegenheit dazu. Die Nachricht der Inflation hat für Begeisterung an der Börse gesorgt, zumindest zwischenzeitlich. Der DAX ist deutlich angezogen, stellenweise um knapp 3%. Inzwischen ist ein Gutteil dieser Gewinne wieder eingebüßt. Der DAX aber immer noch mit 159 Punkten im Plus bei 14.466. Denn es gibt auch gute Konjunkturnachrichten. Die Konjunkturaussichten, die das ZDW-Institut misst, sind erneut gewachsen. Dankeschön, Stefan Wolf. Es passierte am französischen Nationalfeiertag vor 6,5 Jahren. Am späten Abend raste ein Tunesier mit einem tonnenschweren LKW auf die Strandpromenade in Nizza. Das Fahrzeug erfasste feiernde Passanten. Der Mann schoss um sich. Insgesamt 86 Menschen kamen bei dem wohl islamistisch motivierten Terroranschlag ums Leben. Der Täter wurde von der Polizei getötet, doch seine mutmaßlichen Helfer kamen vor Gericht. Heute nun sollen in Paris die Urteile gegen 8 Angeklagte fallen. Die Nervosität kurz vor dem Urteil ist ihm anzumerken. Patrick Prigent hat das Attentat in Nizza überlebt. Er ist Nebenkläger, hat selbst ausgesagt. Ich erwarte, dass wir enttäuscht sein werden. Und das wussten wir leider schon von Anfang an. Die Ermittlungen sind nicht klar. Die Angeklagten erkennen nichts an. Sie lügen. Am 14. Juli 2016, während etliche Menschen in Nizza den französischen Nationalfeiertag feiern, bricht Panik aus. Ein LKW fährt durch die Menschenmenge. Erst nach 2 Kilometern auf der Promenade wird der Attentäter gestoppt und erschossen. 86 Menschen sterben, mehr als 400 werden verletzt. 8 Personen müssen sich vor Gericht verantworten. Die geforderten Haftstrafen für die Angeklagten von bis zu 15 Jahren werden von vielen Opfern als zu gering eingeschätzt. 2 Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Auf die Frage, wie es zu dem Anschlag kommen konnte und ob die Behörden eine Mitschuld tragen, gibt dieser Prozess keine Antwort. Die Ermittlungen laufen noch immer. Das Attentat des Terroristen ist das eine. Aber es gibt noch die große Frage der Sicherheit an diesem Abend. Hätte es die richtigen Vorkehrungen gegeben, gäbe es wohl weniger Tote und Verletzte. Viele Opfer fordern einen weiteren Prozess, der diese Fragen klären soll. Es geht um diese Pumpstation der PCK-Raffinerie in Schwedt in Brandenburg. Sie war immer wieder Ziel von Klimaaktivisten der letzten Generation, die dabei auch die Ölzufuhr unterbrachen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt deshalb wegen der Störung öffentlicher Betriebe und zum ersten Mal überhaupt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. 11 Wohnungen von Anhängern der Gruppe in mehreren Bundesländern wurden heute durchsucht.
Die letzte Generation sprach von einem Einschüchterungsversuch, der sie nicht stoppen werde.